Greti, nochmal kein Stress. Die warten schon auf uns. Wo ist eigentlich unser Reiseführer? Wie heißt er denn schon wieder? Der Niger. Da ist der alte Dorfturnhalle. Am ja. Proben mit der Laienbühne. In der Dorfturnhalle? Aber das hat doch der Einwohnerrat. Theater ist Theater. Ja. Apropos Perro. Niger! Was ist denn? Ich bin noch nicht fertig. Ich komme. Apropos Perro. Ich habe mal letztens einen gefragt. Ein kurz könnte auf meinen Köffer aufpassen, auf dem Perro. So ein Herr, der eigene. Dann hat er grantig geantwortet und ist verrückt gewesen und hat gesagt, was glauben Sie eigentlich? Ich bin Bankdirektor von einer grossen Bank und nicht Ihre Kind. Sagt, das macht doch nichts, habe ich zu ihm gesagt. Ich traue Ihnen trotzdem. Am Ladenfahren. Der Regio-Express-Nachläufer fährt auf Gleis 7 ein. Wir bitten die Reisenden der Wartegruppe, der Rote Wagen, zügig aufzusteigen und sich unverzüglich ins Busschen zu bringen. Hey Bolle, piano! Du musst warten, bis der Flugzeug durch ist. Ah. Ui. Schmeckt es? Bratteln. Der Kaffeegeschmack von der Rösterei. Der Eiergestank vom Rohner. Das Waschpulver vom Henkel. Und der Hirnmist. Vom Pferder? Hey Micke, die Zeiten sind schon lange vorbei. Heute schmeckst du den Duft von der Kohle, vom Fortschritt und vom Grössenwahn. Dort oben, dort, ist die Luft dünn, aber das Portemonnaie dick. In dieser Höhe lohnen sich Steuersenkungen. Steuersenkungen, ja. Und gleichzeitig, wenn die Hochhäuser wachsen, steigen nämlich die Kosten für die Fürsorge. Hey Mike, du musst dich nicht so schwarz malen. Was schwarz? Ich sehe rot! Hey Leute, werden in Pratteln auch große Persönlichkeiten geboren? Was? Nein, nur kleine Kinder. Hey Jungs, jetzt aber vorwärts. Ich freue mich jetzt mit euch wogend Pratteln zu erkunden. Unsere Stockente!
viel zu wenig Säusche fürs Larifari. Kannst du nicht einmal im Internet surfen? Vielleicht findest du ja etwas. Hey, ich weiss eine gute Seite. Komm, wir schauen noch mal einen Schleuken. Passebo! Facebook heisst doch das. Du nicht so pingelig. Jetzt sind wir drinnen. Und das Kennwort? Bratle, Basel. Ehren besser. Ja, älter. Eine Interessengemeinschaft tut sich engagieren, dass die Landschaftler mit den Basler fusionieren. Besonders hart wäre das fürs Volk vorlaufen. Die müssten schon die dritte Fahne kaufen. Von hinten führen, hörst du einen oben, dann nochmal 20 Jahre und wir sind schwoben. Das ist die Scheure vom Pferder. Und auf dem Dach hat er ganz, ganz viele Konrektoren. Kollektoren, Miga. Kollektoren. Du, aber warum hat der Pferdi auch auf der Nordseite Sonnenkollektoren montiert? Ja, wegen dem kalten Wasser, hat er gemeint. Aha. Ja, und was steht auf dieser Tafel dort? Wollt ihr mehr erfahren über den Ausstieg vom Atom? Dann setzen euch Gaudi jetzt unter Strom. Nicht schon wieder, das ist zum Teufel holen in letzter Zeit. Was ist denn jetzt hier passiert, Herr Inderbizin? Ging da nicht eben der Alarm hoch? Inderbizin, bitte, Herr Schulze. Ja, vermutlich wieder ein bisschen zu viel Fuß auf dem Netz. Das letzte Mal haben wir ja statt 230 Volt an die 450 Volt gehabt. Bundesamt für Energie, zentrale Schaltzentrale, Abteilung Schwachstrom, Interbizin, was kann ich für Sie tun? Herr Bader, aha. Jojo, versuchen Sie es doch einmal mit einem 3-Tages-Bart. Bis dann haben wir das Problem vermutlich schon gelöst. Auf Wiederhören, Herr Barter. Was war denn das jetzt, Herr Inderbizin? Inderbizin, bitte, Herr Schulze. Ein Endverbraucher. Er sagt, er kann den Rasierapparat nicht mit einer Hand heben. Na, was haben Sie denn für ein Outfit an, Herr Eigenmann? Ich bin eben gerade auf dem Sprung. Wir haben heute Larifari zu bratteln. Was? Larifari, auf Hochdeutsch eine Indoor-Faschingsparade, Herr Schulze. Ja, aber bevor Sie da gehen, können Sie noch Ihrem Kunden da diesen Pitti anrufen. Der soll seine Stromlieferung massivst zurückfahren. Oh, das geht aber nicht sein. Der Herr Pfitti, das ist ein gemachter Mann. Wenn wir dann sagen, er soll den Fuss runterfahren, das geht den Theatersee. Was macht denn der Pfitti? Ich kenne den gar nicht. Der hat eigentlich mal ganz früh angefangen. Der hat eine richtige Tellerwäscherkarriere gemacht. Der hat den Kreislauf angefangen mit einem Kessel und etwa 5 Sonnenblumen. Das
Geld hat er denn immer investiert, bis das Kassali eines Tages zu klein war. Dann hat er dann als Geldlager die Scheuren müssen bauen. Und zum Glück, kurz bevor die auch zu klein war, ist die Euro 08 gekommen. Das hat dann wieder ein bisschen Platz gegeben in der Scheure. Und genau diese Scheure hat er gedeckt mit Sonnenkollektoren. Und der leere Platz hat er gefüllt mit einem Haufen Traktoren. Das kommt mir bekannt vor. Über den ist doch gerade ein Bericht in der Zeitung. Bauer vom Bauer. Wegen ihm hat man sogar Bauernregeln müssen anpassen. Knackt es beim Bauer im Scheurendäfer, schafft auf dem Dach der Amperkäfer. Zeig dir mal her, zeig dir mal her. Ah ja, stimmt. Ampere, Ohm und Volt sind des Bauern Gold. Schauen Sie mal, schauen Sie mal. Wenn die Sonne scheint auf die Kollektoren, freut es der Bauer wie ein Moor.
freundlich ist. Darum lege ich meine Karten offen auf den Tisch. Ich bin nicht von hier, das gehört hier raus. Ich bin ein Schamauch vom Kanton Schaffhausen. Im Prater bekannt wie ein bunter Hund. Und das finde ich aus gutem Grund. Ohne sein Ding geht er nicht fort. Ich meine natürlich den Sutterkurt. Ob Sportnacht oder Rettbergfest, für Prattler.net geht Sport ins Nest. Beim Wanderausflug und Fischzelle im Rhein, überall ist er dabei. Ohne seine Kamera wäre Kurt nur ein halber Mann. Seit neuestem trägt er den Prattlerstern. Deckel, den hätte ich auch mal gern. Die Alten sind auf Beizen, du. Check, wie die Beizen kochen. Denn das, was jetzt kommt, ist zu viel Action für die alten Knochen. Yeah, yeah. Willi, check the sound. Denn yeah, jetzt yeah. Kommt unsere Fasnacht. Präsentiert von Mapico Gangsters featuring MG Donuts. Yeah. Vom Hagenbach bin oben runter und der Hornkuppe kotzt der Abend. In der Hand eine Sackladelle, singen sie alle von ihr und der Schäme. Auch ich komme wieder über den Schmitti, fang den links ab und Mitte. In die alte Dorfturmhalle, Vollnachtfolter, alles beschallen. Appel an Rotz! Wer hat das denn? Gratis auf der Bank, fühl mich wie ein junger Raudi, stürz wie ein Mängel, gerade Gaudi. So eine Fasnacht wie ein Hai.